Der Kinderschutzbund Ortsgruppe Erkelenz ist bereits seit Mitte 2006 aktiv und macht mit interessanten Projekten immer wieder auf sich aufmerksam. Im Rahmen des dritten Menschenkicker-Turniers lernen wir die Arbeit dieser Ehrenamtler etwas näher kennen. Die Erkelenzer Stadtmeisterschaft im Menschenkicker. Eine Aktion des DKSB Erkelenz, die 2010 zum ersten Mal mit 54 beteiligten Mannschaften durchgeführt wurde. Der Erlös des Turniers kommt vollständig den Kindern und Jugendlichen der Stadt zugute. Der Kinderschutzbund hatte vor 5 Jahren die Idee, ein Menschenkicker-Turnier durchzuführen und dafür die Menschenkicker erstmal selber zu bauen. Die Entwürfe hat auch ein Mitglied des Kinderschutzbunds selber entworfen. Und dann hat sich die Hauptschule gefunden, beziehungsweise eine Arbeitsgruppe in der Hauptschule. Und die haben diese Menschenkicker nach unseren Vorlagen dann gebaut. 2010 war das erste Menschenkicker-Turnier, 2012 war eins und dieses Jahr 2014 ist auch eins. Und die Kicker befinden sich im Obhut des Spielmobils und der andere Kicker, wir haben 2 davon, befindet sich im Besitz des Fördervereins der Hauptschule. Ein weiterer Schritt, die Arbeit des Vereins zu professionalisieren, ist der Bezug der neuen Geschäftsräume an der Aachener Straße. Kinderschutz und Erkelenz gibt es seit 2006. Wir sind einer von 430 Ortsverbänden bundesweit. Das sind alles selbstständig eingetragene Vereine. Die Besonderheit ist, wir haben eine gemeinsame Kernsatzung. Wir berufen uns auf die UN-Kinderrechtskonvention und darüber sind wir mit dem Land bzw. mit dem Bund verbunden. In Erkelenz, unsere Themenschwerpunkte sind Öffentlichkeitsarbeit, Lobbyarbeit für Kinder. Zum Weltkindertag machen wir verschiedene Aktionen und Verkehrsaktionen, Straßenaktionen und eben dieses Menschenkicker-Turnier. Und was wir jetzt seit Neuestem haben, wir haben eine eigene Geschäftsstelle. Wir sind gerade dabei, uns zu entwickeln von einem sogenannten Wohnzimmerverein in die Professionalität. Hier in diesen Räumlichkeiten findet begleitender Umgang statt. Wir machen Erstberatung und hoffen, dass wir uns auch weiterhin gut entwickeln. Während in der Kicker-Arena mit viel Engagement um den Turniersieg gekämpft wird, kann außerhalb des Spielfeldes eine wichtige Unterschrift zum Wohle der Kinder gewonnen werden. So, Männer, wir, das sind die Stadt Erkelenz, das Jugendamt, dann der Kinderschutzbund Erkelenz und der Stadtsportverband Erkelenz. Wir haben eine Vereinbarung zum Kinder- und Jugendschutz und bitten, dass alle Vereine hier in der Stadt da mitmachen. Und wir freuen uns sehr, dass heute die traditionelle Funkengarde auch mitgemacht hat. Der Kommandant hat soeben diese Vereinbarung im Namen seines Vereins unterschrieben. Die vom DKSB Erkelenz geleistete Arbeit soll sich keineswegs nur auf das Stadtgebiet beschränken. Der Rotary Club Heinsberg stiftete anlässlich seines 40-jährigen Bestehens einen umgebauten Bauwagen, der ab sofort für die Jugendarbeit im ganzen Kreis Heinsberg genutzt werden kann. Ja, im Hintergrund sehen Sie unser U-Boot. Jetzt habe ich schon den Namen verraten. Das ist nämlich heute, der Bauwagen ist heute auf U-Boot getauft worden. Wir haben dieses große Gefährt von den Rotariern gespendet bekommen, damit wir in der freien Kinder- und Jugendarbeit diesen Wagen zum Einsatz kommen lassen. Das heißt, er ist kreisweit von Jugendeinrichtungen und von Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, auszuleihen und mit ihren Projekten anzufüllen, sage ich mal. Von innen wunderbar ausgestattet, mit einer Küche, vielen Möglichkeiten zum Spielen, zum Zusammensitzen und um die Zeit zu genießen. Der Kampf um Ruhm und Ehre ist noch im vollen Gange und wird in diesem Jahr in getrennten Kategorien durchgeführt. In diesem Jahr ist das Menschenkicker-Turnier auch sehr gut besucht. Wir haben 7 Mannschaften von Erwachsenen. Wir haben 5 Mannschaften, wo Kinder gegeneinander spielen, mit jeweils 6 Kindern. Und wir sind dieses Jahr zum ersten Mal hier oben auf dem Marktplatz. In den vergangenen Jahren waren wir auf dem Johannesmarkt und auf dem Franziskanerplatz. Und es gibt natürlich auch schon einige Mannschaften, die sich punktemäßig sehr weit oben bewegen. Andere noch nicht so richtig, aber da können wir jetzt leider noch gar nichts zu sagen. Das Turnier geht noch bis in die späten Abendstunden. Es bleibt aber sicherlich nicht das letzte Projekt, mit dem der Verein seine Arbeit auch einer breiteren Öffentlichkeit näher bringen wird.